Und hallo YouTube und willkommen zu einem neuen kleinen Video zu den lokalen Sagen und sagenhaften Wesen. Und in diesem Video geht es um den Taresk, einen gefürchteten Drachen aus dem Süden Frankreichs. Wer das bekannte Rollenspiel D&D, Dungeons & Dragons kennt und wie ich auch spielt, dem wird der Name Taresk gut bekannt sein. Unter all den Kreaturen des Monster Manual gibt es viele, die auf verschiedenen mythologischen Wesen basieren, aber auch solche, die direkt aus den verschiedenen Welten von D&D stammen. Das mächtigste und eines der am meisten gefürchteten Monster von allen ist aber der Taresk. Ein Ungetüm, das Städte vernichtet und ganze Königreiche verwüsten kann. Aber auch der Taresk basiert auf einem Ungeheuer der Sagenwelt. Auf einem Drachen aus dem Süden Frankreichs, auch wenn der Taresk als ein mittelalterlicher Drache nicht unbedingt auf den ersten Blick als ein solcher zu erkennen ist. Er wird als eine gewaltige Kreatur beschrieben, mit dem Kopf eines Löwen und Zähnen wie Schwertern und manchmal auch Stoßzähnen. Sein Körper wurde durch große Schuppen mit scharfen Stacheln geschützt, wie von einem großen Panzer einer Schildkröte, und er hatte 6 Beine mit den Tatzen eines Bären. Und schließlich hatte das Biest auch noch den langen Schwanz einer Schlange, der in manchen Berichten auch in einem giftigen Stachel endet, und manchmal konnte er auch einen giftigen Atem ausstoßen. Zudem soll der Taresk auch ein hervorragender Schwimmer gewesen sein und wird oftmals auch als halb Biest, halb Fisch beschrieben und soll im Fluss Rhön gelebt haben. Der Schauplatz der Geschichte dieses Drachen Taresk findet sich nahe der südfranzösischen Stadt Tarascon und die Legende ist Teil der Geschichte der heiligen Martha. Diese Sage um die Heilige entstand wohl irgendwann um das 12. Jahrhundert. Darin wird über den Ursprung des durchaus sonderbaren Mischwesens und Drachens berichtet, dass er ein Nachfahre des biblischen Leviathan sein soll und eines gewaltigen, monströsen Stieres namens Banacon, der in den Wäldern von Galizien lebt. Von dort soll der Taresk in seine Region um die Rhön gekommen sein, wo er für Angst und Schrecken sorgte. Er versenkte und verschlang Schiffe und Boote auf dem Fluss und griff Wanderer im Wald an und verschlang sie. Die Menschen der kleinen Stadt Nerluk, die dort damals in der Nähe lag, versuchten gegen das Ungeheuer vorzugehen, aber keine Waffe und kein Krieger konnte den Taresk bezwingen. Selbst als die Leute Belagerungswaffen und große Katapulte bauten, um Steine auf den Drachen zu schleudern, konnte er sich dagegen verteidigen und mit seinem starken Panzer bestand er jeden Angriff und tötete viele Krieger und fraß sie auf. Nichts und niemand schien den Schrecken des Taresk aufhalten zu können und die Menschen von Nerluk wandten sich schließlich im Gebet an den christlichen Gott und an die heilige Martha, die ihnen helfen sollte. Die Heilige ging daraufhin in die Wälder, die der Drache üblicherweise heimsuchte, und sie fand ihn dort und sie stellte sich dem Biest. Als sie auf den Taresk stieß, war er auch gerade dabei, einen weiteren Mann zu verschlingen. Da aber sprach die heilige Martha ein Gebet und besprengte das Biest mit Weihwasser und zeigte ihm das Kreuz, und durch ihre Macht und ihr Gebet unterwarf sie den Drachen. Der Taresk war plötzlich wie gelähmt, er hatte keine Kraft mehr und war nicht mehr wild und wütend, und Martha konnte ihm ihren eigenen Gürtel als Halsband umlegen. Und sie führte ihn einfach davon. So gezähmt und gebunden brachte sie ihn nach Nerluk, und als die Menschen das Ungeheuer dort sahen, wurden sie gleichermaßen von Angst und Wut ergriffen. Noch immer erfüllte sie der Taresk mit Furcht, aber auch mit Durst nach Rache. Und obwohl Martha den Taresk gezähmt hatte, griffen die Leute ihn an. Sie warfen Steine und Speere auf ihn, und nun, dass sich der Drache nicht mehr verteidigte, wurde er von den Leuten getötet. Und in manchen Versionen wird berichtet, dass die Heilige darüber wütend war und meinte, dass die Leute das nicht hätten tun sollen und den Drachen nicht hätten töten sollen. Und in einigen Versionen der Geschichte versucht sie sogar, die Leute davon abzuhalten, den Taresk zu erschlagen. Und obwohl dies nicht in allen Versionen der Geschichte erwähnt wird, sollten die Leute den nun besiegten großen Feind dennoch ehren. In Erinnerung an den gefürchteten und gefährlichen Taresk benannten sie ihre Stadt auf Tarascon um und so heißt jene Stadt an der Rhön noch heute. Und der Drache findet sich auch auf dem Wappen der Stadt. Auch in weiteren mittelalterlichen Darstellungen findet sich dieser Drache und es wird sogar ein Fest über den Sieg des Taresk gefeiert. Und schließlich ist auch noch interessant, dass sich ein ganz ähnlicher Drache auch in Spanien findet. Dieser ist vermutlich von der Sage vom Taresk beeinflusst und inspiriert und geht auf diesen zurück, was auch zeigt, wie bekannt und weit verbreitet diese Sage schon seit langer Zeit ist. Und damit verabschiede ich mich auch aus diesem Video zum sagenhaften Drachen Taresk aus Frankreich. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons und ihre Unterstützung und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns ein neues Wesen aus den Mythen und Sagen ansehen.